Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, ich verstecke mich zwar hinter Monika, aber Sie sehen mich trotzdem und trotzdem fängt die 5 Euro Überraschungsshow gerade an. Und es ist schön, dass Sie dabei sind, denn Sie haben jetzt die Möglichkeit, mal ganz ordentlich Schnäppchen abzuräumen. Nämlich alles, was Sie sehen, für gerade mal 5 Euro, ganz gleich, was das eben noch gekostet hat. Bis zu 5-mal pro Besteller dürfen Sie übrigens sogar zugreifen. Es sei denn, wir sagen etwas anderes. Nur einen Vorausblick können wir Ihnen nicht geben, weil wir genauso ahnungslos sind wie Sie auch. Wir lassen uns auch überraschen und freuen uns schon drauf, dass uns unsere Diane jetzt gleich die Artikel reinbringt. Und die holen wir auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise, nämlich genau so. Tada! Wow. Sie bestellen bei uns auch in der 5-Euro-Überraschungsshow. Gebührenshow, hätte ich fast gesagt. Gebührenfrei. Unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. Guten Morgen. Schön, dass Sie auch da sind. Ja, endlich. Ne? Endlich. So, und wir starten heute mit. Oh, das ist ein elektrischer Spitzer. Ja. Ein Bleistiftspitzer. Oder ein Stiftspitzer im Allgemeinen. Was macht der denn? Der Spitz, stumpfe Stifte. Ganz einfach elektrisch. Sie kennen das vielleicht auch von diesen anderen Handspitzern. Da hat man immer die ganze, den ganzen Dreck immer in den Fingern. Oder man muss es mechanisch machen. Das ist auch immer sehr anstrengend. Das geht elektrisch im Nu. Und das eben für alle Bleistifte, für alle Buntstifte. Ich denke auch für Schminkstifte, Diana, oder? Natürlich, das ist für Kajal, Augenkajal. Oder Lippenkajal natürlich das auch. Ich glaube auch für Schüler, das ist auch sehr, sehr gut. Oder für jemanden, wer malt auch viel. Oh ja. Ja. Wirklich sehr, sehr cool. Mir gefällt auch, dass wir haben hier so diesen Beutel. Kannst du auch das einfach so leeren. Also wirklich sehr, sehr schön für 5 Euro. Ich glaube, das kann auf jedem Schreibtisch Platz finden, oder? Ja, ich glaube auch, das braucht wirklich jeder, egal ob jetzt in der Schule oder zu Hause, weil irgendwie gibt es ja immer was zum Schreiben und dann auch zum Anspitzen. Aber eben auch für uns Frauen zum Beispiel für Make-up-Artikel ist das auch eine super Sache. Für einen Kajalstift, richtig? Zum Beispiel, richtig. Das funktioniert gut. Wirklich, ne? Ja. Du hast ja Talent. Ich bin die größte Tussi in dieser Runde hier. Ernsthaft. Also auch für solche Geschichten super. Ich persönlich würde sofort zugreifen, wenn ich Kinder zu Hause hätte. Ja. Die mit ihren Buntstiften natürlich eine ganze Menge immer malen. Und Sie wissen, da bricht also gerne mal eine Spitze ab. Da hat man ganz einfach mal die Spitze ein bisschen stumpf gemalt und so weiter. Und damit geht es natürlich absolut mühelos. Ich glaube, wir kennen alle noch diesen klassischen Spitzer in unserem Mäppchen früher in der Schule. Ja, da hat man immer die ganze Sauerei gehabt, immer die ganze Farbe und das ganze Holz hier Dönse und so weiter. Das hier bleibt sehr schön in diesem Auffangbehälter drin und einfach nur reindrücken, festhalten das Ganze und dann ist Ihr Spitzer oder Ihr, Quatsch, Ihr Spitzer, Ihr Bleistift oder Ihr Buntstift oder auch Ihr Kajalstift ruckizucki wieder angespitzt. Der Anspitzer ist leicht in der Bedienung und hat ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Weiß auch der Tim aus Brunsbüttel sehr zu schätzen. Für Standardgrößen übrigens. 8 mm heißt es hier. Sind Bleistifte alle 8 mm? Ich glaube, ja. Das ist diese, die sind ja alle gleich groß. Bleistifte, Buntstifte haben alle so das gleiche Maß. Es gibt auch noch diese ganz dicken, da würde der natürlich nicht gehen. Diese Bauarbeiterstifte, die man so mit einem Teppichmesser anritzt. Wie heißt das? Malerstift? Oder? Ja, diese großen, bisschen Kelle unter Bauarbeiter. Ja, ja, irgendwo. Bleistift, ne? Ja. Aber so Standard. Stifte. Im Nu werden die wieder spitz hier. Sehen Sie mal, so einfach geht das. Batteriebetrieben, hat Platz auf dem kleinsten Schreibtisch hier. Ganz einfach kann man hier mit seinen Stifte wieder anspitzen. Sie sehen, wie schnell das ging. Zack, zack, zack. Sieht aus wie Wer neu, hat denn seine Stifte früher auch von beiden Seiten angespitzt? Na? Na? Natürlich. Nee. Na klar. Selbstverständlich. Nein. Doch, wenn immer der Radiergummi abradiert war, ist ja auch die Rückseite angespitzt. Oh, ich will mir gar nicht vorstellen, wie eure Federmöppchen aussahen. Sehr ordentlich. Meins war in der Tat sehr ordentlich. Das ist echt? Ja, ich war schon immer so einer. NX 5761 und die 569. Die Bestellnummer für den Bleistiftspitzer. Richtig. Oh. Wir haben eine Vergrößerungslupe. Eine Vergrößerung. Oh. Die ist richtig cool. Jetzt hier. So. Pass auf, Achtung. Da kann man nämlich seinen Smartphone-Bildschirm deutlich größer machen. Oder deine Augen. Oder deine Augen. Ganz. Wow, steht dir. Also es heißt in der Beschreibung, aber dafür ist nicht gedacht. Für Smartphones und iPhones. Da können Sie ganz einfach Ihr Smartphone oder Ihr iPhone runterlegen. Da ist eine Halterung dafür. Und dann wird der Bildschirm hier tatsächlich dreimal so groß dadurch.
Es ist ja so schön, mal auf dem Handy einen Film zu gucken oder ein YouTube-Video oder was weiß ich, TikTok und so weiter. Hier kann man das ganz einfach einspannen und hat dann mal eine richtige Bildschirmfläche. Ja. Das Ganze hier für nur 5 Euro ist echt der Hammer. So, das kannst du auf unterschiedliche Entfernungen einspannen oder einfach nur reinlegen. Ja, je nachdem, wie groß dein Handy ist. Ne? Je nachdem, wie groß dein Handy ist oder je nachdem, wie groß du die Vergrößerung haben möchtest. Möchtest du eine kleine Vergrößerung, machst du es weiter vor. Ja. Brauchst du eine größere Vergrößerung, dann machst du es ganz einfach ein Stück weiter dahinter. Und es hat natürlich den Vorteil, dass man so ein, wie groß ist so ein Smartphone-Display? 4,7 Zoll, glaube ich, ne? Also ungefähr so knapp 12 Zentimeter. Ja, ja. Ist natürlich mitunter dann doch ein bisschen klein, besonders dann, wenn es auch um Schriftstücke oder um das geschriebene Wort im Allgemeinen geht. Da tut man sich mitunter ein bisschen schwer, wenn man die Brille, die Lesebrille, die auf der Nase hat. Jetzt hat man hier mal eine ganz andere Chance. Super finde ich sowas, wenn man mal so typische Handyvideos schaut, so Facebook-Dinger, Instagram-Geschichten oder was. Ja, und da hat man jetzt hier also wirklich das Gefühl, also das Ganze ist mehr oder weniger verdoppelt. Sieht aus wie so ein iPad Mini von der Größe her. Mhm. Ne? Ja, ist hier, ne? Ein bisschen verzerrt, aber das liegt an unserer Studio-Optik. Also, Sie können hier von 2,5 bis 6 Zoll Displaygröße steht hier. Aber das ist natürlich, umfasst so ziemlich alle Smartphones, denke ich mal. Die kann man hier ganz einfach einspannen. Schauen Sie mal den Unterschied. Ist das nicht der Hammer? Das, ja, ja, das Licht spiegelt sich ein bisschen, aber ich glaube, man sieht es gewaltig. Ja. Guck mal hier, zack. Irre, ne? Zack. Ist schon klasse, oder? Uiuiui. Diana und Carsten. Riesengroß können Sie das mal auch haben. Very close. Ja. Very close. Die Bestellnummer ist die HZ2803 und die 569. Jeder hat ein Smartphone, aber ich glaube auch jeden nervt es, dass der Bildschirm so klein ist. Das ist vielleicht auch ein tolles Geschenk. Wenn Sie älter sind und nicht mehr so gute Augen haben, ist es natürlich auch prima. Ganz, ganz einfach. Hier kann man jedes handelsübliche Handy, also fast jedes handelsübliche Handy, ganz einfach einspannen und hat dann diesen riesengroßen Bildschirm. Da müsste man normalerweise sich ein extra Tablet für kaufen. Jetzt können Sie mit Ihrem Handy diese riesengroßen Bildschirme haben. Super, weil man, ne, das Ding also auch einfach nur mit der Hand festhalten kann, ja, um mal so einen Beipackzettel von so einer Arznei oder sowas mal zu vergrößern. Ja, natürlich, nicht nur für Handys. Oder mal in so einer Fernsehzeitschrift mal was Kleingedrucktes zu vergrößern. Bitteschön. Dankeschön. So, jetzt aber hier. Sehr aktuell. Der Karton ist sehr aktuell. Zu klein. Sehr aktuell, ich bin aber sehr gespannt. Oh, da hat Diana recht. Oh ja. Da hat sie definitiv recht. Oh ja. Was haben wir heute festgestellt? Es ist sehr warm und irgendwie stickig heute, oder? Oh mein Gott, extrem. So, hui, der gibt aber richtig Gas, der Kleine. Ja, es soll noch wärmer werden und jetzt haben wir hier die perfekte Erfrischung für Sie, nämlich einen 2-in-1 Akkutischventilator mit LED-Leuchte. Ah. Mit LED-Leuchte? Da ist noch eine kleine Taschenlampe dran. An der Seite? Ja, warte mal. Ach so. Ah, zweimal draufdrücken. So, aber der Ventilator, also dafür, dass der so klein ist im Verhältnis gesehen, macht der ganz schön Wind, der Kleine. Ist doch ideal. So, was hast du mal eben in der Tasche dabei und stellst das mal vor deine Nase, wenn es also mal wirklich sehr stickig wird. Kannst du auch mal zu Hause benutzen, abends, wenn du auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schauen möchtest und irgendwie die Luft so im Raum steht. Auf dem Nachttisch finde ich das immer ganz angenehm, wenn da ganz einfach mal so eine leichte Brise weht. Oder ganz natürlich auch dann, wenn man mal irgendwo am Rechner sitzt und mal ein bisschen konzentrierter arbeiten muss. Schüler und Studenten werden das kennen. Ja, also das ist... Das ist unglaublich. Ja. Schon ganz zerzaust. Ja, bei meinen Haaren. Schon. Kabel hier, ne? Das bedeutet, wir können das überall mitnehmen, zum Beispiel im Zug oder auch im Flugzeug kannst du das auch, wahrscheinlich auch, wenn du im Picknick gehst oder am Baggersee, einfach so Ventilator für Erfrischung ein bisschen. Also sehr, sehr gute Modell. Ich glaube, ich habe ein ähnliches Modell bei Ralfs Tisch gesehen. Ja, Ralfs der benutzt sowas auch. Aber ich glaube, sein Ventilator geht nur mit USB-Anschluss. Das also stimmt. Das ist schon besser. Das ist, ne? Ja, die bleiben Stunden. Flexibel. Bis zu 8 Stunden. Wow. Wow. Ja. Boah. Guck mal, wir haben noch Beleuchtung hier. Haben Sie gesehen? Ja, ja. Mhm. Das ist auch gut. Beim Camping wahrscheinlich, ja? Ja, kann also man immer brauchen. Mal so ein Licht einfach ist hier auch noch mit eingebaut. Und du kannst deine Hände noch laden. Moment, wo ist das? Ist da noch Handy eine kannst du nicht laden? Oder? Nein. Nein? Nein, das kannst du nicht laden. Ja, 5 Uhr, was möchtet ihr noch? Dass ihr Kaffee macht? Ja, das hast du recht. Nee, wir wollen alle Erfrischung. Gerade jetzt im Sommer wird auch noch viel, viel wärmer. Und wir haben super viele Kundenbeiträge, die sind alle richtig begeistert. Zum Beispiel schreibt uns der Philipp, super geeignet für den Schreibtisch, weil der eben auch richtig laufleise ist. Also der stört nicht oder der macht auch nicht wie Carstens Ventilator immer so komische Geräusche. Richtig? Ja. Tut er nicht, der ist wirklich ruhig. Und er hat dann auch noch weiter geschrieben,
dass er für seine Kollegen gleich welche bestellt hat, noch weitere, weil die so begeistert waren. Das ist aber nett. Aber ich meine, bei dem Preis kann man hier auch mehrfach zugreifen. Fünfmal dürfen sie ja zuschlagen. Ne? So, ich stell mal vor, du sitzt in der Bahn oder sowas und hast so eine 3-4-Stunden-Fahrt irgendwo Richtung Süddeutschland vor dir. Ja. Und dann fällt dir gewohnt die Klimaanlage aus. Dann stellst du dir so ein Ding ganz einfach mal akkubetrieben direkt vor die Nase. Und dann alle möchten neben dir sitzen. Da bist du der Held im Zelt. Ja? Oder bei einem Wartezimmer oder dann sowas, wenn du mal einen kleinen Handventilator brauchst, stellst du dir mal vor dich. Auch unter den Tisch übrigens finde ich das sehr angenehm, wenn man draußen sitzt und es ist heiß draußen. Mhm. Wenn auch mal unterm Tisch mal so ein bisschen Luftbewegung geht. Gibt ja nicht umsonst so kalte Wadenwickel, die sollen ja auch den Körper runterkühlen. Das stimmt. Ja, also so ein Ventilator, machen wir uns nichts vor, kann man in diesen Tagen immer gebrauchen. Und der Sommer, habe ich eben gelesen, kommt so in Fahrt. August, September und Oktober sollen richtig schöne sommerliche Monate werden. Im September sogar noch bis zu 30 Grad, hieß es eben. Also seien Sie jetzt der Held im Zelt und bestellen Sie mit der NC3916 und der 569. Nein, natürlich hier für überall wirklich super geeignet. Gerade wenn man unterwegs ist, haben sie ja immer die frische Brise, aber eben auch zu Hause. Also vielleicht auch gleich öfter bestellen, weil für 5 Euro, ich bitte Sie. Also akkubetriebenen Ventilator. Im Zelt, im Wohnwagen kann ich mir das auch gut vorstellen. Ne? Ja. Alarm, ja, wir haben den Preisalarm. Das bedeutet, hier ist ein Artikel radikal reduziert. Sie dürfen ihn deshalb bitte nur einmal pro Besteller bestellen, aber es lohnt sich eigentlich immer. Oh, diese Klebepads. Oder die Pads. Die finde ich großartig. Tiere, Pads? Pads. Na, Pads. Nicht Pads, Pads. Mit D. Das ist eine unglaubliche Innovation, diese Klebepads. T-L-H-D. So, nein. Pad schreibt im Englischen übrigens mit T. Das ist ein Klebepad, kann man auf jeder glatten Fläche quasi anbringen. Und Sie werden überrascht, was da alles dran hält. Gerade bei so einer Geschichte finde ich das großartig, mal so ein Tablet-Computer beim Kochen oder was, einfach mal direkt vor sich an den Oberschrank zu hängen, dass man Rezepte einfach ablesen kann. Wenn sie übrigens schmutzig werden, und das werden sie zwangsläufig mit der Zeit, nehmen sie die ganz einfach wieder runter von der glatten Fläche, lässt sich rückstandsfrei entfernen, übrigens auch von einer Tapete, von einer Raubfasertapete, wie wir hier sehen, und waschen sie es eben mit klar Wasser und Tropfen Spüli einfach wieder sauber, ja, lassen sie es trocknen und dann klebt es wieder wie Jeck. Hat eine enorme Tragkraft hier, die ganze Geschichte, und viele nutzen das auch ganz einfach mal im Auto, um beispielsweise mal so ein Handy oder was als auf die Ablage, auf Armaturenbrett zu legen. Bitte? Brille. Auch Brille. Alles, was im Auto alles, hin und her fliegt. Sein muss. Nicht, ja. Ne? Guck mal hier, was da alles dran hält. Irre, und in solche Fliesen willst du nicht reinbohren. Ja, nee. Das ist zu schade dafür. Stimmt. Auch mal so ein Zartbecher. Wenn du mietest, dann Wohnung noch. Ne? Ja, also vor allem, das du gar nichts. Das Coole ist ja wirklich, dass sie rückstandslos zu entfernen sind. Es ist im Prinzip wie doppelseitiges Klebeband. Aber es ist einerseits flexibel und andererseits, weil das eben kein Klebstoff hier dran ist, sondern diese Nanotechnologie, das ist wie ganz, ganz kleine Saugknöpfe. Es saugt sich im Prinzip fest. Und das machen Sie einfach an eine glatte Oberfläche. Und dann können Sie hier zum Beispiel mal das als Brillenhalter benutzen. Patsch. Wie cool ist das denn? Toll, ne? Auch vielleicht abends am Nachttisch. Finde ich meine Brille immer. Das ist morgens immer mein erster Griff so. Wo habe ich denn meine Brille hingelegt? Ja. Und dann kann man es wieder entfernen und da ist nichts mehr dran. Haben wir in unterschiedlichen Varianten diese runde Variante. Hier ist in der Regel mit am beliebtesten bei unseren Kunden, weil sie genau die richtige Größe haben. Die sind 8 cm vom Durchmesser groß und eben immer wieder verwendbar. Das heißt, einmal gekauft, geht das Ganze los. Und jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen hier bei der ganzen Geschichte. Es ist ein 8er-Set. Was? 8? 8 Stück davon. Boah. Lese ich das richtig hier? Ne? 8er-Set. Das hatten wir ja noch nie. 8er-Set für 5 Euro. Also das überrascht mich jetzt selber. Guck mal, für zu Hause, fürs Auto, überall. Ja, kannst du überall was ankleben. Hm. Ohne zu bohren. Und rückstandsfrei wieder entfernen und das ohne zu bohren. Toll. Denk mal, wir haben eben das Beispiel mit dem Zahnputzhalter gesehen. Ja? Oder mal so ein Rasierer oder irgendwie sowas. Stellen Sie sich sowas mal im Wohnmobil vor. Ja. Da können Sie nicht mal eben was anbohren oder sowas. Oder Yacht. Wahrscheinlich, du kannst bohren, ne? Im Boot ist echt doof. Im Boot ist richtig doof zu bohren. Wieso auch nicht bohren? Das stimmt, das stimmt. Da lassen wir bohren. Dann kaufe ich mir keinen. Aber wirklich genial. Probieren Sie es mal aus. Sie werden begeistert sein. Meiner Meinung nach gibt es keine bessere Handyhalterung im Auto. Weil alle Handyhalterungen muss man an der Lüftung anbringen. Und die sind immer klapprig. Ja. Oder an der Scheibe nehmen Sie Platz weg. Hier einfach aufs Armaturenbrett und festkleben. Also alles, was glatt ist, auf glatten Oberflächen, Glas, Fliesen, Metall, Wände, überall dort. Abwaschbar und mehrfach verwendbar. Und der Knaller ist, Sie bekommen 8 Stück davon. Bei den Kollegen von Pöll.de für
10 Euro. 10 Euro. Bei uns für 5. Die Hälfte. Da kann man sagen, das ist die Hälfte. Und für 5 Euro, das ist so ein Artikel, den kannst du immer wieder mal brauchen. Ja. Du bist froh, wenn du sowas mal in der Schublade hast. Ja, hier, wie mache ich das jetzt? Stück ankleben, fertig. Wir hatten mal 5, aber 8 habe ich noch nicht gesehen. 8 ist schon klasse, oder? Haben wir noch 3 dazugepackt? Haben wir noch. So, NX1744 und die 569. Sie denken bitte noch einmal der Preisalarm, das heißt nur einmal Probesteller bitte. Jetzt kommt ein kleines, mittelschweres Döschen. Auch etwas sehr Sinnvolles. Ah. Ich hätte das Taschenmesser getippt. Ein Mini-Schädlingsvertreiber. Oh ja, 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 ja. Sie haben es vielleicht auch schon erlebt. Es ist diesen Sommer ganz, ganz schrecklich. Oh ja. Mit kleinen Stechmücken, mit Fliegen, mit Wespen, mit was auch immer. Da. Hier ist ein Mini-Schädlingsvertreiber, der arbeitet mit Ultraschall. Ohne Chemie, ohne die kleinen Biester zu töten, sondern die senden einen Schall aus, den wir mit menschlichem Ohr nicht hören können, den die aber hören können. Und das ist ein ganz unangenehmes Geräusch für die. Und dann suchen die das Weite. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich abends versuche einzuschlafen und da ist irgendwo ein leises Sirren zu hören. Hatte ich gestern Abend, das blöde Vieh hat mich auf der Stirn erwischt. Echt? Stimmt. Das sieht man noch ein bisschen, ne? Wieso kommt das Licht nicht? Moment. Wirkungsbereich übrigens 10 Quadratmeter. Und dann nehmen Sie dann ganz einfach mehrere davon, wenn Sie einen größeren Raum haben. Nachtlicht ist auch noch dabei. Das ist natürlich klasse, ne? So, also das ist natürlich eher so ein Nebeneffekt, dass man eben nochmal Nachtlicht hat. Was natürlich auch ausgemacht werden kann, wie wir gerade gesehen haben. Und das Besondere aber daran ist wirklich, dass über den Ultraschall, den wir Menschen nicht wahrnehmen können, Schädlinge vertrieben werden. Und Schädlinge sind ja weitaus mehr als Mücken. Das können auch mal Fliegen sein, das können auch mal Spinnen übrigens sein, die reagieren auch auf Ultraschall. Nagetiere sogar steht hier. Nagetiere. Kakerlaken? Bestimmt. Ich habe Angst vor Kakerlaken. Ich auch. Du warst schon auf Mallorca. Man liest ja die schlimmsten Sachen. Sind da mehr Kakerlaken als sonst? Nein, ich habe keine Kakerlaken auf Mallorca gesehen. Angeblich haben die 37... Die sind wahrscheinlich auf andere Seite. Ja. Ich mache... Nein. Also hier, Nagetiere und andere Schädlinge, da ist das ein sehr unangenehmes Geräusch. Menschen und Haustiere nehmen die Schallwellen nicht wahr. Also auch ihr Hund oder ihre Katze werden davon nicht vertrieben, sondern nur die es auch wirklich vertreiben soll. Guck mal hier, wie klein. Guck mal die Hand daneben, guck mal hier, zack, siehst du? Also wirklich klein und kompakt, lässt sich auch an der Powerbank betreiben, wie wir gerade eben gesehen haben. Super, ja. Ja, und also wirklich mal eine sehr, sehr nützliche Hilfe, auch mal hier wieder beim Camping oder wenn du irgendwo draußen sitzt. Dann möchtest du ja auch nicht, dass dir auf einmal irgendwas Kleines, Fellmäßiges um die Füße rumwuselt. Ja. Also da macht es schon Sinn, wenn man vielleicht lieber mal so einen kleinen Schädlingsvertreiber einsetzt. Man tut den Tieren nicht weh, es ist völlig chemiefrei, man hört es nicht, aber trotzdem bleiben sie dir fern. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt in der Jahreszeit haben musst. ZX6588 und die 569 ist die Bestellnummer für diesen Schädlingsvertreiber, den Sie übrigens auch wieder bis zu 5-mal bestellen dürfen. So. Das muss wirklich schlimm sein, gerade in so Gegenden, wo ein See ist. Bodensee, habe ich gehört, soll ganz, die Leute sagen ihren Urlaub ab. Deswegen. Eine Freundin aus Berlin war da, die sagte immer, du kannst dich in Berlin nicht mehr raussetzen, die fressen dich auf, die Biester. Ja. Haben wir übrigens derzeit auch ein paar Sondersendungen im Programm. Was tun, wenn die Mückenplage kommt? Ja. Lassen Sie ein Stück weit überraschen. Da gibt es Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, aber dazu an anderer Stelle mehr. Jetzt erstmal zu unserer Löffelwaage. Und das ist immer eine richtig praktische Angelegenheit. Die misst ich weiß nicht, die misst sehr genau. Wie viel Milligramm wiegt die genau? Kleinste Messeinheit sind hier 0,1 Gramm. 0,1 Gramm, das muss man sich mal vorstellen. Geht weit über den Messbereich einer ganz klassischen Haushaltswaage hinaus und ist natürlich großartig, wenn du mal ganz kleine Mengen abmessen musst. Ich glaube, wir haben sogar eine Kundenzuschrift von einer Kundin, meine ich, mich erinnern zu können, die damit das Gewicht von Vögeln misst. Das ist exakt richtig, die Doris aus Emden. Ich benutze diese Löffelwaage, um das Futter für meine Wellensittiche abzuwiegen und um das Gewicht der Vögel zu kontrollieren. Ja. Wie mit jedem anderen Haushälter. Du nimmst es in die Hand, stellst dich auf die Waage und teilst durch zwei. Das kommt wohl nicht hin. Aber finde ich eine clevere Idee auf jeden Fall. Ich habe hier eine Löffelwaage. Das ist ganz wichtig bei Tee. Es gibt ganz viele Gewürze und andere Sachen, wo man eben so genau messen muss. Ich habe hier mal ein elektrisches Teelicht. Wollen wir mal schätzen, was das wiegt? Ist da die Batterie drin?
Ah, das ist natürlich wichtig. Ich denke mal schon. Dann wiegt das Ding 127 Gramm, sage ich. Wie viel? 127. Eine Tafel Schokolade wiegt 100 Gramm. Nein, ich glaube, das ist weniger. Das ist weniger. 30 Gramm. 30. Moni? Ich enthalte mich. Du enthältst dich. Ich schätze, du sagst 110. 127 habe ich 127. Gesagt. Ich sage 41 Gramm. Dass das viel zu viel ist. 9,4 Gramm. Da lag ich aber ganz knapp drüber. Wir lagen alle ganz knapp drüber. Ja. Also ich habe gewonnen. Think Guck big. Mal, ist auch richtig gut für Teeliebhaber zum Beispiel, weil man bei Tee, wenn man wirklich nicht diese Teebeutel, sondern diesen losen Tee trinkt, auch exakt hier die Menge wissen möchte und auch zum Abnehmen, also von Diäten, können Sie das hier auch mit benutzen. Das diese hat uns Shakes, die, ne? die Birgit geschrieben, genau. Ja, oder einfach, dass dieser Löffel voll ist, einfach deine Mahlzeit. Oder Damit diese Batterie. Kann man ja auch abnehmen wahrscheinlich. Bei Proteinshakes, ne? Einfach das ist auch essen. Sehr, sehr einfach wichtig. Einfach weniger mal essen. Magst du dir Proteinshakes? Na klar. Und musst du immer 30 Gramm nehmen? Ich habe so einen Portionierer, man sagt immer so ungefähr. Ich kann meinen Löffel nicht finden. Manchmal das ist auch so am Boden in dieser Packung. Ich kann das nicht finden. Ich vertraue das auch nicht. Aber hier, zack, 30 Gramm. Ja, du kannst und mit dem ja auch Sachen rausnehmen. Ich esse nicht nur Protein, zum Beispiel Chiasamen. Wie willst du das wiegen? Chiasamen? 10 ja. Gramm muss ich in meinen Proteinshake reinmachen. Deswegen kenne ich das Perfekt. Wahrscheinlich nicht. Ja, sehr gesund. Also kann man wirklich gut brauchen in der Küche hier. Und die Batterie wiegt übrigens 11 Gramm. 11 Gramm? Wissen wir auch, was eine AAA-Batterie ist. Die ist bestimmt leer. Die ist leer, so, das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wo haben Sie denn mal eine Waage, die auf 0,1 Gramm genau wiegt? Ja, wenn du jetzt mal 17 Gramm von irgendwas abwiegen möchtest, hast du doch überhaupt keine Chance. Die Bestellnummer, die NC3188, und die 569 und regulär werden wir bei 11 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier auch zuzugreifen. Wenn Sie auch Vögel zum Beispiel haben als Haustiere, kann ich Ihnen diese Empfehlung auch nur weitergeben. Damit können Sie dann auch mal das Gewicht von denen kontrollieren. Finde ich eine richtig tolle Idee. Also habe ich früher irgendwie, ich habe die gar nicht gewogen. Das ist schon klasse, oder? Deswegen ist er weggeflogen. Ja. Nein. Du hattest Vögel, ne? 4 Stück. Oh, das ist schwer, der ist einfach nur runtergefallen. Das ist für Sie. Oh. Für mich. Ein Brett. Oh, ein Schneidebrett. Und ich möchte wetten, das ist unser Bambus-Schneidebrett. Richtig. Ich gucke sehr, sehr hart. Sehr, sehr hart. Bambus ist so ziemlich das härteste Material, was es gibt. Ne? Dadurch hast du natürlich auch keine Kratzer drin. Ja, härteste Holz. Es gibt härtere Materialien als Holz. Aber im Holzbereich ist es das härteste in der Tat. Und das wird deswegen so gerne genutzt, weil sie normalerweise, wenn sie andere Holzarten nehmen und damit so einem typischen Messer reinschneiden, entstehen diese Rillen und da kann sich natürlich alles Mögliche bilden, unter anderem auch Salmonellen festhalten. Und deswegen sagt man eigentlich immer so in Fachkreisen, im privaten Bereich wären Kunststoffbrettchen am sinnvollsten, weil man die besser reinigen kann. Es sei denn, man hat ein richtig ordentliches, hartes Holz. Und genau das haben sie jetzt hier. Übrigens von beiden Seiten nutzbar. Wenn Sie die eine Seite nutzen möchten, die Indiana gerade zeigt, dann ist das ganz sinnvoll, wenn hier noch eine Saftrille mit dabei ist. Richtig. Wenn du Fleisch oder andere saftige Sachen aufschneiden möchtest, saust dir nicht die ganze Arbeitsplatte voll. Du kannst auch das zum Beispiel als Käsebrett nutzen, zum Beispiel. So. Zum Anrichten, oder? Ja. Das aber für kein Käse, der erwärmt wird, bitte. Ja, da kann hat Monika sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja. Und der ist so klebrig. Ich hab nie verstanden. Ich habe immer noch meine Brandwunde. Ja. Naja. Also unglaublich tolles Schneidebrett hier. Das Beste, was man für die Küche kaufen kann, meine ich. Vor allem, weil das so hart ist, nimmt es dann auf. Gerade wenn man mal Tomaten geschnitten hat, gehen keine Tomatensäfte da rein. Das heißt, wenn man dann Obst danach schneidet oder Fisch oder irgendwas, das bleibt dann geruchsneutral, weil es eben nicht diese Rillen hat, wo sich dieser Geruch und dieser Aromen dann festsetzen können. Ein unglaublich hartes Material hier, Bambus. Ideal für die Küche, für alle Schneidearbeiten. Verwenden Sie das Brett bei einer zünftigen Brotzeit mit Wurst und Käse. So schmeckt der rustikale Imbiss am besten. Ja. In der Tat. Das riecht so. Brotzeit ist was Schönes. Moxandradi, bitte? Moxandradi. Ja, geil. Moxandradi. Sehr lecker. Also alles, was irgendwie mit Rettich und so weiter zu tun hat, esse ich sehr, sehr gerne. Riech mal. Also antibakteriell das Ganze auch noch. Und vor allen Dingen auch eine schöne Größe, finde ich. Auch als Frühstück oder Festsportbrett. Ich fall immer wieder drauf rein. Super geeignet. Und ich meine, Holzbrettchen braucht jeder. Nur wenn du mal guckst, ein stinknormales Holzbrettchen in meinem Einzelhandel, bist du gerne mal in der Größe schnell mal bei 10, 15 Euro. Locker. Auf einer nach oben in offenen Skala. Und hier hast du wirklich mal ein tolles Schneidebrett aus einem der wohl härtesten Hölzer,
die man für sowas verwenden kann. Für gerade mal 5 Euro. Die ZX8126 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Und gerade auch diese Saftrille und so weiter und die Härte des Holzes werden Sie sehr zu schätzen wissen, wenn es das nächste Mal an Schnippel in der Küche geht. Übrigens, scharfe Messer haben wir auch im Programm. An anderer Stelle sehr wahrscheinlich, aber haben wir theoretisch gesehen auch für Sie. So. Unsere Küchenprodukte sind eigentlich immer toll, ne? Die sind wirklich klasse. Rosenstein und Söhne machen da fantastische Arbeit für uns. Was war das? So. Das war Zungenakrobatik. Ja. Auch wieder ein Saisonprodukt. Ui. Oh ja. Das sind kühlende Multifunktionstücher. Das soll man gar nicht glauben, dass das funktioniert. Ja. Und es funktioniert wirklich. Also alles das, was wir Ihnen sagen, entspricht der hundertprozentigen Wahrheit. Sieht aus wie normales Tuch, wie so ein Schal eigentlich eher, finde ich, von der Form her. Ja. Das in Wasser getaucht, ausgewrungen, wird kühl. Es wird wirklich kühl. Also das Tuch an sich fühlt sich jetzt schon, finde ich, so leicht kühl an. Wenn Sie dann noch Wasser draufpacken und das Ganze so ein bisschen auswringen, dann bleibt das Tuch kühl und ich meine so bis zu 4 Stunden. Und ich habe leider selber letzte Woche die unangenehme Erfahrung gemacht, dass mich eine Biene gestochen hat. Mhm. Und das Einzige, was geholfen hat, war Kälte. Kühle. Stimmt. Ja, wenn Ihnen sowas mal draußen irgendwo passiert und Sie haben jetzt jemand zufällig irgendwo ein Eisfach in der Nähe, dann nehmen Sie einfach mal dieses Tuch, Wasser aus einer Flasche, aus dem Wasserhahn, Brunnenwasser, weiß ich nicht, ob ich das verwenden würde, aber jede andere Flüssigkeit wäre ja was. Ja, wäre sinnvoll. Wer würde so gesagt? Bitte? Das war nicht meine Idee. Das war nicht deine Idee, ne? War der Regisseur schuld? Nein, aber ich meine, wenn du unterwegs bist, hast das in der Tasche, holst es eben mal raus, tust es in den Brunnen, du trinkst das Wasser ja nicht, ne? Und das Coole ist halt, dass man es wirklich nur ausschütteln muss. Man muss es ja nicht mal auswringen. Und dann bleibt das Wasser da drin. Das ist halt dieses spezielle Material, ohne zu tropfen. Und Sie können sich vorstellen, wie das wirkt auf der Haut, wenn Sie kühlendes Wasser haben. Gerade bei dieser Hitze, egal, mal über die Schulter legen, mal über ein Holz legen. Also wirklich über den Kopf legen. Es ist ganz fantastisch. Hat halt auch eine kühlende Wirkung bei Insektenstöcken, bei Sonnenbrand. Dieses Tuch da im Wasser. Hab ich was ich verpasst? Hab ihn vergessen. Du hast das einfach vergessen. Ein bisschen unlogisch. Oder bist du... Oder bist du in den Brunnen gesprungen? Ich hätte wahrscheinlich zwei. Ich habe einen mitgenommen, anderen. Ach so. Ja, das freut sich. Macht Sinn. Ja, wenn Sie mal eine Prellung oder sowas haben, wenn Sie mal irgendwo stoßen oder sowas, ja, dann kannst du natürlich auch diese Eispads daneben, die mitunter zu kalt sind. Mhm. Wenn Sie einfach mal ein bisschen was kühlen möchten, ein Insektenstich beispielsweise, ist gerade in der Jahreszeit immer eine ganz gute Idee. Haben Sie mal ein schönes Tuch mit dabei. Und wenn es einfach mal zu heiß wird draußen, legen Sie es mal ins Wasser, bringen das Ganze aus. Und dann legen Sie sich mal auf die Stirn, schütteln, über Carsten. Die Schulter oder was, bitte? Hier steht schütteln, nicht ringen, einfach nur ausschütteln. Schütteln, ne? So. Das ist ja das Tolle dran, dass das Wasser drin behält. Torro, torro. So. Genau, und dann bleibt das Wasser drin und hat halt diese tolle kühle Wirkung. Hier steht übrigens von dem Benjamin aus Wilshofen, er hat ein zweites Tuch für seinen Hund sich geholt. Was nicht droht. So Tiere, die nehmen so Hitze ja nochmal ganz anders, weil die schwitzen ja nicht. Das geht ja alles über die Zunge bei denen. Die werden Ihnen auch dankbar sein, wenn Sie dieses Tuch bestellen. Mit der MX1306 und der 569 bis zu 5 Mal. Natürlich können Sie auch Faxen damit machen. Wo ist sie denn? El Toro. El Toro. Aber wirklich ein tolles Material. Ne? Das ist irre. Also es klingt verrückt, wenn man sagt, dass das Handtuch wird kühl. Es wird wirklich kühl. Es wird nicht eisekalt, aber es wird kühl. Und gerade dann, wenn Sie mal gestochen worden sind, wenn Sie mal gestoßen haben oder was, ist das eine super angenehme Geschichte. Und sicherlich auch sehr kühlend bei heißen Temperaturen. Und da haben wir ja offensichtlich noch ein paar vor uns in den nächsten 2-3 Monaten. Ja, es geht wirklich um Deutschland. Ja? Im September noch bis zu 30 Grad. Nehme ich sofort. So, und das war die 5-Euro-Überraschungsshow. Viel Spaß jetzt im weiteren Programm.